So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich aktiviere einen Riss, indem du ihn bei einem Charakter kaufst. Ihr seht schon, die drei Punkte haben wir hier. Einmal Lazy Lake, einmal hier bei Raven und einmal bei Jonesy hier oben. Was müsst ihr machen? Ihr müsst auf jeden Fall genug Gold dabei haben. Das sage ich schon mal vorweg. Ihr seht, ich habe ja fast meine 5000 schon wieder voll. Ich sage ja, ich gebe eigentlich so gut wie gar kein Gold aus. Aber vorweg, bevor ihr schon gleich wisst, was ihr machen müsst, lasst doch gerne ein Like auf das Video da und natürlich, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne auch ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch auch direkt, wo die Hütte ist. Das ist nämlich genau da, wo wir auch diesen Bogen kaufen können, der sich immer wieder verändert. Mir fällt gerade der Name nicht ein von dem Bogen, aber wir werden ihn gleich sehen. Dann zack, da werden schon die ganzen Risse aktiviert. Wie gesagt, ihr müsst einfach nur hier zu Raven gehen. Der instabile Bogen, das war er. Dann können wir hier noch den Sturm aufdecken, aber auch den Riss aktivieren. 245 Gold. Gut, das war nicht der Plan. Jetzt muss ich mich selber nochmal hin. Richtige Hütte, ja. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Also, wie man sieht, es zählt nicht, wenn ein anderer das aktiviert. Zack, wir müssen den selber kaufen und in dem Sinne abhat. So, mehr müsst ihr nicht machen. So habt ihr schon wieder 24.000 XP dazu bekommen. Mir fehlt jetzt nur ein bisschen zu 215. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Ja, haut rein, wenn ich mal auf meinem Bildschirm käme. So, jetzt aber haut rein.